Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von It's Atari 800 XL Time. Und heute schaue ich mir ein anderes Modul an, welches ziemlich zugetaped klebt ist und das Tape, das sieht so aus, als wäre das schon über 30 Jahre da dran. Ich traue mich nicht, das abzumachen. Und das Game, um das es hier geht, heißt Crazy Shootout. So kann man es lesen. Crazy Shootout. Und soll, soweit ich da mich informiert habe, eine Art Berserk sein. Blast through alien droids and escape the deadly control sectors. Joystick ready, go. One player game. CBS Software. Ja, ich bin mal gespannt, was wir da jetzt wirklich haben. Deswegen schalte ich mal rüber. Ich gebe mal rüber ins Studio. So, da sind wir. So sieht das hier aus. Press Trigger to play. Na, da bin ich mal gespannt, ob ich hier besser klarkomme mit als mit dem Crazy Antics, was ja eigentlich ganz interessant war von der Art, wo ich aber irgendwie keinen Plan hatte, wie man das spielt. So ist das halt, wenn man mal nur das Modul ergattert hat, aber keine Anleitung. Und ich bin ja sowieso immer viel zu faul, um Anleitungen zu lesen. Ich versuche das immer während des Gameplays rauszukriegen, ob man da irgendwie durchsteigt. So, los geht das, ne? Enter Sektor 1. Aha. Was? Oh. Kann ich auch diagonal schießen, ja? Schießen die auch? Erstmal noch nicht. Das sieht indeed nach Berserk aus. Und es sieht so aus, als ob die hier auch... Ja. Ah, man darf nicht in die Explosionswolke rein. Okay, und es gibt keine Schwachsinn. Ach, da unten die Todesanimation. Das sah ja lustig aus. Das heißt, hier... Kann man hier da raus und da hinten wieder rein? Oder was passiert? Enter Sektor 1. Ja, das sieht so ähnlich aus wie vorhin. Also man kann die Räume auch verlassen. Ich frage mich, was passiert, wenn man... Ich finde das noch cool, wie der sich hinkniet zum Schießen. Aber die schießen nicht zurück. Zumindest im Moment nicht. Irgendwie sind die da jetzt aber gegenseitig. Das heißt, wenn die in ihre eigene Explosionswolke reineiern, dann sind die selber auch tot, nicht? Oh, da hat sich jetzt die Farbe geändert vom Energiebalken. Bedeutet das jetzt was Spezielles? Oder heißt das, jetzt habe ich alle in dem Level erwischt und kann den Ausgang suchen? Das kann sein. Oh, jetzt schießen die auch. Okay. Das ist ja mal auch eine sehr nette Berserk-Variante. Die gefällt mir schon mal richtig gut. Ich mag Berserk ja sowieso. Ich geb's euch. Ah, die haben sich selber irgendwie zerstört. Ah, ich dachte, ich krieg die vielleicht mal alle noch rechtzeitig. Was passiert dann eigentlich, wenn man das schaffen sollte, bevor die respawnen? Ich glaube, das geht aber wahrscheinlich gar nicht. Ja, der ist ja der Outlaw. Mal alle kaputt, da mal. Bin richtig gut, bin ich. Das Spiel ist auch richtig gut, das gefällt mir. Gefällt mir viel besser als Crazy Antics. Okay, dann. Leave it hier. Nice war das. Das heißt, wenn die Farbe vom Balken oder so gelb wird, ziehen irgendwelche andere. Bonus Points. Ja, die nehme ich immer gerne mit. Sektor 3. Mal gucken. Wie schnell das hier tödlich wird. Ich frage mich, ob die auch diagonal schießen können. Oh, da bin ich beinahe in die Explosionswolke gerauscht. Und die können diagonal schießen. Ich habe es gerade gesehen. Uah! Noau! Jetzt achtet wieder auf die Todesanimation. Da unten läuft und das ist echt mega witzig gemacht. Ich finde auch cool, so kniet sich hin beim Schießen. Weil aus der Hocke lässt sich leichter abdrücken. Das ist cool, das macht mir Spaß. Aber ich mag ja sowieso... Boah, Berserk. Jetzt ist das gelb. Ich meine, jetzt ist Leben. Dude. Habe ich noch einen? Habe ich das Level damit geschafft? Irgendwie habe ich das Level geschafft. Aber ja... Press Trigger to play again. Nein, habe ich nicht geschafft. Das ist Game Over. 4900. Time 9 Minuten. Highscore. Das ist cool. Deswegen gebe ich dem nochmal einen Versuch.
Das gefällt mir. 4900 Punkte sind zu schaffen. Ach, siehst du, was ich doch probieren wollte ist, komme ich da nochmal raus mit Select? Kann ich da... Halt, stopp! Unter... Nee, da kann ich nur... Da kann ich nichts auswählen. Okay. Nee, ist immer Enter Sektor 1. Okay. Und das ist offensichtlich, wie man hier sieht, ist das auch random. Also, man startet... Aua. Man startet immer irgendwo anders. Das ist interessant. Da habe ich mir aber auch wieder das leichteste Labyrinth ausgesucht. Jetzt im ersten Moment schießen die ja noch nicht. Die scheinen aber nicht so dumm zu sein, in eine Wand reinzuwenden. Nein, die bleiben vorher stehen. Die sind nicht so selbstmörderisch wie in Berserk. Hier gibt es keinen Evil Otto, zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob da später sowas noch kommt. Auf jeden Fall, die sind nicht ganz so strunzdumm, dass sie sich selber in die Wand reinhauen. Aber komischerweise können die sich trotzdem gegenseitig umbringen. Ach so, raus. Das ist ein cooler Soundeffekt. Ich mag die Sounds hier sowieso, muss ich sagen. Ja, nochmal ein paar Bonus-Points. Her damit. Und das Coole ist wirklich, dass die Labyrinthe so zufallsgeneriert sind. Auch, oh, der schießt diagonal. Da muss man also auch... Und der brauchte nicht diagonal schießen, um mich zu treffen. Ich finde diese Todesanimation da unten auch Hammer. Da muss man erstmal drauf kommen. Ah, was ich noch merke ist, du kannst immer nur einen Schuss auf einmal abfeuern. Das heißt, du musst warten, bis der entweder irgendwo getroffen hat oder aus dem Bild raus ist. Nein, ich war zu voreilig. Ja. Ich glaube, das war's, ne? Diesmal war ich echt schlecht. Nur 3000 Punkte. Jo, das ist ja bitter. Komm, aller guten Dinge sind drei. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Diesmal ist das Labyrinth hier offener gehalten. Denn Level 1 schießen die ja noch nicht. Also ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Aber interessant ist, dass sie im selben Level dann praktisch wieder auftauchen. Oh, ich darf die Wände trotzdem nicht berühren, habe ich hier gerade festgestellt. Das ist dann trotzdem tödlich für mich. Na gut. Ja, da musste ich warten, bis der Schuss hinten durch ist. Ach, ich kann schon raus. Ich müsste eigentlich gar nicht. Ja, einen Time-Bonus gibt's nicht. Ich frage mich hier, welcher Typ Roboter gibt da andere Punkte? Der schießt Gott sei Dank auch noch nicht. Das gefällt mir auf jeden Fall besser als Crazy Antics, einfach weil ich hier kapiere, was man machen muss. Oh, der ist wahrscheinlich doch irgendwie in die Wand gelaufen. Hat aus Versehen den falschen Gang drin. Hier muss ich aufpassen. Jetzt kann ich den Ausgang suchen. Oh, das war nicht schlecht. Raus. Da oben steht da so rum. Bewacht den Ausgang. Ja, man muss immer in die Richtung den Joystick bewegen, in die man schießen will. Weil wenn man nur stehen bleibt und Feuerbutton, dann passiert erstmal nichts. Man muss also auch eine Schussrichtung angeben. Kann auch nicht raus, weil der Energiebalken da oben und die Schrift unten noch nicht gelten. Jetzt kann ich raus. Okay. Lila Sektor. Ja, es ist schön, auch bunt, ne? Also die
Die Robots sind schön farbig hier. Also das macht mir Spaß. War das gerade richtig, dass ich durch die Explosionswolke nicht durchschießen konnte? Doch, kann ich schon, aber irgendwie sah das vorhin so aus, als würde das nicht gehen. Ja gut. Nein! Mit dem Kopf gegen die Wand. Da war nicht gut. Und wieder eine Sterbeanimation. Das ist echt lustig. Ja, so kleine süße Details. Also das Modul hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das kann ich empfehlen. Wenn ihr das mal irgendwo sehen solltet. Wobei solche Atari-Module, die sehe ich eher selten. Für Atari 8-Bit. Zumindest auf den niederländischen und belgischen Börsen tauchen die nicht so oft auf. Aber vielleicht ist ja Mr. Atari in Oberhausen und hat wieder ein paar schöne Atari-Module für mich. Dann gucke ich mir das doch gerne mal an. Ich glaube ja nicht, dass er gerade zuguckt. Aber wäre noch nice. Weil letztes Jahr ist er auch in Oberhausen gewesen. Ach, ich kann ja schon längst raus. Hier ist nichts mehr zu tun. Enter Sektor 2. Ja, nun wird es ja auch langsam gefährlicher. Genau, da schießen sie mir in die Hacke. Habe ich noch ein Leben oder war das mein letztes? Ich glaube, ich war da schon besser. 1710? Nee. Jetzt zeichne ich die Highscore an, oder? Brutals Score 1710, aber nicht was Highscore ist, oder? Doch, warte mal, da. Highscore 4900. Also ich war auf jeden Fall schon besser. Casings 2. Rank Goon. Class 5. Aha, also man wird auch noch gerankt. Das ist ja witzig doch. Also auf jeden Fall, wenn ihr das finden solltet, Crazy Shootout, so sieht das Ding aus. Also so kann man es irgendwie vielleicht einigermaßen auch gar nicht lesen. Kleinbraun, bei mir total verklebt. Ja, schlag zu. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit diesem Video und wenn ja, dann fände ich es cool, wenn ihr das Ganze liken würdet und noch geiler ist natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke knutscht, damit ihr nichts verpasst, wenn mal wieder was Neues von mir kommt. Also bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, ciao, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ihr Lieben, euer Tomaniac.